und bekomme auch gleich das Wort von mir. Bitte, Herr Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst weise ich noch darauf hin, dass dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss von der AfD damals eingerichtet worden ist, sodass es auch sehr positiv anmutet, wenn in der Begründung zur Gesetzesänderung sehr selbstkritisch vermerkt ist, ich zitiere, die mehrfache Missachtung der Transparenzbeschlüsse durch die Landesregierung verdeutlicht, dass die politische Bindungswirkung nicht ausreichend ist und insofern ein verbindliches Gesetz geschaffen werden muss. Insofern lobe ich in diesem Teil die Sache. Allerdings so weit, so gut. Die Gesamtwürdigung fällt allerdings anders aus. Tatsache ist, dass es sich hier um eine scheinheilige Geschichte handelt. Und das wird Ihnen spätestens deutlich, wenn Sie den Punkt Nummer 6 lesen, in dem neu eingefügten Paragraphen. Der Punkt, also 34a Absatz 5 Nummer 6, der Punkt heißt, Beratungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Forschungsprojekten stehen, sind von der Vorlagepflicht ausgenommen. Und wie wir alle wissen, das hat Herr Schorell hier sehr breit dargelegt, hat zum Beispiel die Frau Dalbert, insofern kann man das auch als eine Lex Dalbert bezeichnen, aber für die Zukunft, deutlich gemacht, dass KEK, also ein Beratervertrag, hier gemacht worden ist, am Parlament vorbei, in einem Wert von 383.556 Euro. Und mit dieser Ausnahme Nummer 6 wäre das in Zukunft ganz legal möglich. Denn welcher Forscher, und jetzt zitiere ich mal weiter zu diesem Nummer 6, da heißt es, sofern ein Vertrag, eine Studie oder ein Gutachten unmittelbar mit einem befristeten Vorhaben eines oder mehrerer Wissenschaftler bzw. eines Instituts oder einer wissenschaftlichen Gesellschaft zusammenhängt, welches zum Ziel hat, zu neuen Erkenntnissen in einem wichtigen und besonders aktuellen Thema der Forschung zu kommen, wird keine Vorlagepflicht begründet. Jetzt sagen Sie mir mal einen Forscher, der irgendwas macht, um nicht zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Den gibt es gar nicht. Es ist also nur noch eine Frage, dass man 5 Sätze in so ein Gutachten mit dazu schreibt. Schon kann man für 380.000 Euro ein Fremdfood-Gutachten vergeben und hat am Ende die Sache sogar ganz legal gemacht. Herr Damit Fahle, hätte der PUA gar nicht eingerichtet werden können. Es ist schlichtweg eine Mogelpackung. Herr Vielen Fahle, Dank. Sie haben ja. aber noch die Möglichkeit, doch ein paar Dinge weiter auszuführen, denn Herr Heuer hat sich zu Wort gemeldet und möchte eine Frage stellen. Ach so, entschuldigung. Herr Heuer, Sie haben jetzt das Wort und nicht ich, die anderen. Ich mal eins sagen. Ich hatte ja vorhin eindeutig auch gesagt, es muss ja auch im Haushaltsplan stehen. Richtig oder nicht richtig? Richtig. Und das sind doch Summen, die kann man in einem Haushaltsverfahren doch auch schon klären. Auch richtig oder nicht richtig? Das muss alles da rein. Sehen Sie, das wollen sehen wir doch. Sehen Sie. Und insofern. Kannst ruhig du sagen, wer du zu ja, so aber auch. Ja, aber nicht im Parlament, sehr geehrter Herr Fahle, nicht im Parlament. Egal wie. Tatsache ist doch, das ist, und das müssen wir, jetzt muss ich mal eins, auch wenn hier gelacht wird, ja, aber eins ist Fakt. Sie sind ja selber nicht im 15. PUA. Ja, ich musste dann im 19. gehen, weil wir haben so viele... Moment, Sie sind Moment. Selber nicht im 15. PUA. Halt. Muss ich mal auch festhalten. Und das Moment. Mag jetzt hier Herr nicht so Heuer. Ganz gut ankommen auf meiner... Herr Heuer. Jetzt von hier aus, jetzt linken Seite, Herr wo Heuer, ich stehe. Herr Heuer, ich entziehe Ihnen gleich das Wort, wenn Sie nicht hören. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, einen kleinen Moment. Entschuldigen Sie, Frau Es geht nicht, Frau dass Sie ja einen Dialog führen. Deswegen wollte ich erst mal, dass Sie Ihre Frage stellen können. Und dann kann Herr Fahle antworten und nicht, dass Sie hier einen Austausch machen. Ja, jetzt dürfen also, Sie fortfahren. Die konkrete Frage, sehr geehrter Herr Fahle, wissen Sie, wie Ihre Fraktion im 15. PUA stattgefunden hat?
Herr Fahle, bitte. Da ich nicht an allen Sitzungen teilgenommen habe, kann ich Ihnen, da ich nicht an dem 15. PUA in den folgenden Sitzungen ständig teilgenommen habe, kann ich Ihnen diese Frage nicht im Detail beantworten. Ich müsste erst mit meinen Kollegen sprechen und dann wäre es auch nur eine Aussage vom Hörensagen. Und Sie wissen ja, Aussagen vom Hörensagen sind was anderes, als wenn man dabei gewesen ist. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Herr Fahle. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Man kann einfach in die Anwesenheiten schauen, dann hat man das schwarz auf weiß. Vielleicht noch einen ganz kleinen Hinweis, Herr Fahle. Sie hatten gerade gesagt, die AfD hat dieses möglich gemacht, das heißt eben eingerichtet, den PUA. Das ist nicht richtig. Sie haben den Antrag gestellt und der Landtag hat diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt. So. Naja, aber es war ein Minderheit. Nee, wir diskutieren auch gar nicht. Ich wollte Ihnen das jetzt nur mit auf den Weg nochmal geben. Frau Präsidentin, so, ich bin heute gut. Es keine weiteren Anfragen und wir kommen zum nächsten Debattenredner für die CDU.